werte Freunde, was läuft da beim Bauerhausen? Wir haben Kartoffelroben und diesen Morgen mit dem Fan 211 meines Kollegen. Der ist da schmal bereist. Bei meinem sind da die breiten Räder drauf und ich musste da zwischendurch anroben. Ja, jetzt fahre ich da einen Morgen lang 211. Jawohl. Geht auch gut. Hier ist der Boden steinig und ich muss da langsamer fahren. Im Moment so 1,6 Stundenkilometer, damit ich da die Steine rausnehmen können, hinten auf dem Rohr. Ja, was mir da gefällt beim 211, ist hier die automatische Wärme- oder Klimaregelung. Ich stelle die Temperatur ein und der Traktor hält dann die Temperatur konstant. Man muss nicht nachregeln, das läuft einfach. Das ist bei meinem 311 nicht so. Da muss ich immer manuell herumdrehen am Schalter. Und, was mir ein bisschen weniger gefällt, ist die Sicht nach hinten. Beim 211 sitzt man relativ tief. Speziell Balloxen füllen wird schwieriger. Die Sicht ist beschränkt da durch das Dach. Und für mich ist ein hoher Traktor, hohe Räder immer besser. Ich hatte 15 Jahre lang einen 275er Fendt und ich kenne das mit dem Tiefsitzen und mühsam nach oben schauen, wenn man da Balloxen füllen will. Habe ich manches Jahr gemacht. Ja. Darum lebe ich doch meinen 311 ein bisschen mehr. Was ich aber sehr liebe an diesem 211 ist die Wendigkeit. Der Traktor ist kürzer und hat einen viel größeren Lenkeinschlag als mein 311, der hoch bereift ist und darum vorne wenig Einschlag hat mit der 1,50 m Spur. Ja, der ist da viel wendiger, der 211. Ist einfacher in die Furchen reinzufahren, manövrieren geht sehr gut. Heute Mittag haben wir da Traktoren getauscht und ich habe wieder meinen 311er angehängt, weil wir da die breite Bereifung brauchten. Da war der Boden nicht so fest und es war gefährlich, dass man da absäuft. Ja, darum haben wir da wieder getauscht. Dort hinten ist sein 211er. Maschine abhängen. Bei meinem Kollegen. Morgen fährt er mit dem WM-Roder. Ich habe das Wichtigste vergessen zu demontieren, der Bildschirm. Ohne den lässt sich da nicht Kartoffel roben. Ne? Das ist ein Muss. Hoppala. So, der auch auf der Maschine deponiert. Jetzt nach Hause, nach Essen.